Wir haben hier eine Kunstrasen, wir haben einen Naturrasen. Das tut der alte Jäger bevor. Halt, stopp! Nur da. Da nicht eingesteckt. Ich habe meine Augen nicht getraut. Einerseits Platz 1, Platz 2, nicht nur einen, sondern Natur und dann noch Plastik. Phänomenal. Und dann zusätzlich noch die Aussicht. Ich bin richtig gerne jalous. Verbunden mit einem riesigen Kompliment an die Verantwortlichen, dass sie das durchgezogen haben. Und ich wünsche allen, dass sie das jetzt nutzen können. Hasi, ist man da als Präsident, als Gemeindepräsident stolz auf eine solche Anlage? Ja, ich glaube, das ist eigentlich keine Frage. Also man muss stolz sein, dass so etwas im eigenen Dorf kann entstehen. Wir haben probiert, das Möglichste dafür zu machen, dass das entstehen kann. Wir haben lange geplant und ich glaube, es ist etwas Einmaliges, was da im Entstehen ist. Ernst Habegger, Projektverfasser und Projektleiter vom Sportplatz Leimen. Ernst, auf was bist du besonders stolz? Ja, auf was, dass ich stolz bin, dass kurz vor meiner Pensionierung ich noch so ein schönes Bauwerk darf realisieren. Und was da hier ganz besonders ist, war, dass sie die schwierigen Baugrundverhältnisse, die man hatte mit dieser Deponie, und da haben wir doch ein paar bautechnisch knifflige Sachen können lösen. Und bin überzeugt, dass das ein gutes, schönes Bauwerk wird geben. Das ist eine Anlage auch für einen Fußballclub wie Oberdiessbach auf dem Land aussen, nicht übertrieben. Nein, auf keinen Fall. Ich finde, FC Oberdiessbach und die Bevölkerung, die ja das auch abgestimmt haben, die haben da einen Quantensprung gemacht, aus meiner Sicht. Die Anlagen werden sie können nutzen in vielfältiger Hinsicht. Und ich bin überzeugt, dass das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auch ein Standortvorteil wird sein. Nicht nur im Sport, sondern auch gesellschaftlich für die Gemeinde Oberdiessbach. Du bist jetzt innerhalb von kurzer Zeit OK-Präsi in so einem grossen Schwingfest. Es gibt Arbeit. Du bist OK-Präsi vor einer Eröffnung von einem Fußballplatz. Da kommt fast ein bisschen Vermutung auf. Hast du als Schlossherr und Bauer Zeit wie verrückt? Ja, wenn man natürlich die Leute heute fragt, sagt jeder, er hat keine Zeit, er hat keine Zeit. Aber dadurch, dass ich natürlich 20 Jahre mit dem Thema neues Fußballfeld, neue Sportanlage für die Schutten involviert bin, dass ich einen Sohn habe, der Mitglied ist, aktives Mitglied ist vom Schuttclub, ist es mir natürlich schon ein Anliegen gewesen, hier auch noch mitzumachen. Und die Jugend von heute muss eine Disziplin, eine Lebensschule bekommen. Und mit so einem solchen grossen Projekt, die richtigen Leute dran sind, bekommen sie das. Und das ist prägend für das ganze Leben. Sage ich so. Du, bei einer solchen Anlage, wenn du als Junior schon darauf hättest können schütten, hätte es noch ein bisschen mehr Länderspiel gegeben? Das weiss ich nicht, wahrscheinlich schon. Aber ich denke, wir haben ja im Kirchbrunnen gewisse Werte gelernt, da haben wir Matthias dann und denen gegielen. Und das ist halt unter schwierigen Verhältnissen haben wir gelernt schütten, aber das hat uns auch etwas gebracht. Vielleicht sind wir gerade wegen diesen Verhältnissen eben weitergekommen. Aber ich sehe natürlich die Anlage heute und würde sagen, wenn du natürlich am Mittwochnachmittag eine Fußballschuhe aufbaust und solche Sachen machst, hast du natürlich alle Talente aus der Region, alle wollen hier schuten. Und von dem musst du sicher profitieren. Philipp, wie viele Junioren und Aktive werden in ungefähr auf dieser schönen, wunderbaren Sportanlage trainieren in Zukunft? Die Menge, weiss ich nicht. Ich weiss es nicht. Das macht gar nichts. Am Anfang werden wir mit 14 Mannschaften starten, die hier unten auf dieser neuen Anlage werden trainieren und spielen. Das entspricht etwa 280 bis 300 Spieler, Spielerinnen, die nachher hier werden nachher auf dieser Anlage können ihrem Hobby nachgehen. Wenn du so eine schöne Anlage hast, musst du natürlich auch ein bisschen guten Fußball spielen. Du musst den Leuten etwas bieten, du musst Goal schiessen, weil das wollen eigentlich die Leute. Sie wollen ja ein Teil sein von einem erfolgreichen Club. Und deswegen verpflichtet das natürlich schon ein bisschen so eine Anlage, ist klar. Also wird man dir nächstens nicht zu Oberdiessbach einen Ball nachjagen sehen? Nein, leider nicht. Singen reicht für uns. Wo wird der FC Oberdiessbach in 7 Jahren spielen? Welche Liga? Also ich hoffe natürlich, dass wir mindestens in die 2. Liga spielen. Ja, viel mehr wäre
wäre natürlich gut, aber ich denke, wenn wir realistisch bleiben, Zweitliga, vielleicht Zweitliga vorinnen, wäre natürlich mit der Anlage, die wir hier haben, wäre sicher realistisch und ein schönes Ziel, das wir hätten. Sportanlage Leimen, eine solche schöne Anlage, kann das auch für dich mal ein Arbeitsplatz sein? Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Es kommt ein bisschen auf die sportlichen Ziele davon, die der FC Oberdiessbach definiert, aber wieso nicht? Auch im Mandat wäre ja so etwas sicher auch realisierbar. Mit einer solchen Anlage darf das Ziel des FC Oberdiessbach mittel- langfristig Erstliga sein? Nein. Andi Egli, einer Trainer beim FC Oberdiessbach. Ja. Mit Erdo Kunz als Trainer wäre IB schon lange mal Schweizer Meister geworden. Das weiss, kann man nicht sagen. Ja oder nein? Aber viel weniger hätten wir nicht erreicht. Ja. Zum Schluss willst du die Bevölkerung von Oberdiessbach oder den Mitgliedern vom FC Oberdiessbach noch eine Botschaft übermitteln. Hier ist die Plattform. Ja, ich würde natürlich die ganze Bevölkerung, Stimmbürger, vor allem die von denen, die ja gestimmt haben, ganz herzlich danken, dass sie da uns unterstützen, der FC unterstützen. Ich würde da sagen, es ist nicht nur der FC, es ist eine ganze Region, die da Fußball spielt. Und es ist sicher auch ein positives Zeichen, vielleicht für andere Regionen, andere Gemeinden, die vielleicht auch in Planung sind, für so etwas zu machen, dass das wirklich eine gute Sache ist und auch eine Nachhaltigkeit hat. Ich würde es wirklich empfehlen, dass das an anderen Orten so durchgezogen werden und Unterstützung findet. Urs Witter, herzlichen Dank und viel Glück und viel Erfolg auf der neuen Anlage Leimen FC Oberdiessbach. Merci. Also kann man sagen, haben wir den Segen vom Pfarrer. Auf jeden Fall. Das ist schön. Das ist ein Sportchef, das muss man sagen hier, das Fakt. Merci. Stopp, ausblenden.